Hallo und herzlich willkommen zu Lektion 4 dieser Serie, in der du mich bei der kompletten Produktion eines Rocksongs von der ersten Idee bis zum fertigen Track begleiten kannst. In der letzten Lektion habe ich den Songtext direkt zum Pilot-Track geschrieben und meinen Gesang schon mal grob dazu festgehalten. Jetzt wollen wir uns mit den Drums beschäftigen. In der Rockmusik sind Live-Drums das A und O. Ein echter Schlagzeuger lässt es nochmal um einiges rockiger und lebendiger klingen. Aber nicht jeder kann professionell Schlagzeug spielen oder sich eins zu Hause hinstellen, und genau deswegen sind virtuelle Drums eine wunderbare Alternative, um reale Drums nachzubauen. In dieser Lektion programmiere ich mit dem Rockkit aus unserem Instrument Kante möglichst lebhafte und realistische Drums. Dabei zeige ich dir die wichtigsten Handgriffe, um authentische Drums für Pop- und Rockmusik zu basteln. Außerdem vergleichen wir meine MIDI-Performance im Anschluss mit live eingespielten Drums von einem echten Schlagzeuger. Ich bin mal gespannt, ob meine virtuellen Drums tatsächlich mit den live eingespielten mithalten können, und bin mir sicher, dass wir einiges aus diesem Vergleich lernen können. Gerade haben wir eine neue Community Challenge gestartet, bei der ihr gemeinsam einen Song produzieren könnt. Im Team mit anderen Producern aus der Community. Dafür kannst du dich unter diesem Link bis zum 24. Februar anmelden. Da findest du auch alle weitere Informationen zu der Aktion. Das ist auf jeden Fall eine super Gelegenheit, um dich mit anderen Producern zu connecten, gemeinsam Mucke zu machen und auch voneinander zu lernen. Also schau da auf jeden Fall mal vorbei. Wir starten des Öfteren solche Aktionen und teilen es eigentlich auch immer hier auf dem YouTube-Kanal mit. Wenn du also keine weiteren Videos und Aktionen verpassen möchtest, lass uns gern ein Abo da. Ich spring mal direkt rein in Cubase und starte mit dem Stand der letzten Lektion. Als Pro-Member von meinhomestudio.de kannst du dir dieses Cubase-Projekt unter der letzten Lektion im Kurs herunterladen und dann gemeinsam mit mir starten. Mein Cubase-Projekt sieht aktuell so aus. Ich habe hier noch die Brabbelstimme und die Gesangsmelodie auf dem Keyboard liegen aus den beiden letzten Lektionen. Die brauche ich eigentlich nicht mehr im Projekt und kann sie mir von daher rauslöschen. Markiere mir beide, drücke Shift und entfernen, und damit sind sie raus aus dem Projekt. Jetzt geht's also ran an die Drums. Ich habe meinen Pilot-Track und die Vocals dazu hier vor kurzem an meinen guten Kumpel und Drummer Tore Klein weitergegeben und mit ihm darüber gesprochen, wie ich das Schlagzeug-Arrangement ungefähr haben möchte. Die Ideen für die Drums, die ich an Tore weitergegeben habe, werde ich jetzt mit unserem Rockkit aus Kante selber umsetzen und eine coole Drum-Performance zu diesem Song mit MIDI programmieren. Danach hören wir uns dann an, was Tore gespielt hat, und vergleichen die Ergebnisse. Genau, ich möchte jetzt hier das Rockkit benutzen und nehmen wir das Preset Rockkit Clean, Doppelklick drauf. Dann lädt das Ganze. Für alle Pro-Member ist Kante im Member-Bereich inklusive. Alternativ kannst du es auch einzeln kaufen unter diesem Link hier. Ja, ich habe jetzt also Kante die Drums mit meinem MIDI-Keyboard hier verbunden und kann darüber alles anspielen und auch die MIDI-Noten einspielen. Ich kann es eigentlich nur empfehlen, MIDI-Drums, wenn möglich, immer über einen Controller einzuspielen. Klar kannst du auch das Ganze direkt im MIDI-Editor einzeichnen, aber bevor ich jetzt hier anfange rumzufrickeln, die Velocity einzustellen und so weiter, spiele ich lieber direkt über das MIDI-Keyboard und habe hier jetzt schon natürliches Feeling und auch schon direkt eine natürliche Velocity, die ich mit den Fingern hier auf den Keys erzeugen kann. Dafür musst du gar nicht unbedingt krasse Schlagzeug-Skills haben oder deine Finger extrem auf dem Keyboard hier variieren können. Muss gar nicht, sondern du kannst die Elemente auch einzeln einspielen. Also erst Kickdrum und Snare zum Beispiel. Und danach Hi-Hat, Becken, Tom-Fills und so weiter. Man kann das also auch auf dem Keyboard ganz gut so ein bisschen stückeln und nacheinander machen. Bei den Drums ist mir jetzt wichtig, oder würde ich so starten, dass ich die rhythmischen Schwerpunkte, die ich im Pilot-Track ja schon festgehalten habe, jetzt hier wieder aufgreife. Und zunächst mal mit Kick und Snare-Drum einspiele. Wir hören uns den Pilot-Track nochmal an. Diese Gewissensbisse reißen mich aus dem Traum. Ich trag mein Nervenkostüm wie ein trauriger Clown. Hab keinen Zeitdruck, doch ein permanentes Ticken im Kopf. Ich sammle. Den Gesang habe ich ja auch schon grob eingesungen, und daher ist das jetzt auch eine ganz gute Orientierung. Haben wir auch schon die groben rhythmischen Betonungen hier von den Vocals mit drin. Können jetzt schauen, dass wir die Drums eben unterstützend dazu zum Pilot und zu den Vocals bauen und das Ganze nicht zu wild wird. Ich splitte mir das Einspielen auf dem MIDI-Keyboard, wie gesagt, meistens auf und spiele jetzt erstmal Kickdrum und Snare für die schwerpunktmäßigen rhythmischen Betonungen ein.
Diese Gewissensbisse reißen mich aus dem Traum. Ich trag mein Nervenkostüm wie ein trauriger Clown. Kein Zeitdruck, doch ein permanentes Ticken. Und schau mal, was ich jetzt hiervon behalten möchte, was ich vielleicht aus Takten davor oder danach kopieren möchte. Und ja, spring jetzt mal direkt rein hier in den MIDI-Editor. Mit einem Doppelklick einfach auf das MIDI-Event drauf. Ich habe die Snare-Drum jetzt klassisch auf 2 und 4 gesetzt auf die C-Zeiten. Das sind in den meisten Pop- und Rock-Songs so üblich. Und die Kickdrum spielt hier immer auf der 1 zwischen 3 und 4. Und dann habe ich hier meistens noch solche Zwischenschläge gesetzt, die dann meistens vor der 1 nochmal sind. Um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Ich habe die Snare-Drum jetzt hier durchgehend als Rimshot gespielt. Rimshot ist, wenn der Schlagzeuger gleichzeitig aufs Fell und auch auf die Kante, auf den Rand der Trommel schlägt. Das klingt ein bisschen knackig, hat noch ein bisschen mehr Attack. Liegt auf der Taste und im Gegensatz dazu gibt es dann noch den Open Hit, also ohne Berührung der von der Rim, von der Kante. Das ist hier direkt auf dem der Taste da unter, auf dem D. Wenn ich die Schlagzeugnoten jetzt hier einzeichnen würde, ich mache es mal für die Kickdrum, dann sehen wir schon, hat jeder Schlag die gleiche Farbe, sprich die Anschlagstärke, die Velocity ist für jeden Schlag gleich. Das klingt ziemlich robotisch, ziemlich statisch und das wollen wir eben vermeiden, um den Sound des Schlagzeugs am Ende natürlich und dynamisch zu haben. Ja, wir wollen also ein paar natürliche Schwankungen und Dynamik in den Anschlagstärken erreichen. Ich spiele die Drums daher gleich auf dem Keyboard ein, das schon so eine grundlegende Velocity hat und damit kann ich die Anschlagstärke unter meinen Fingern so ein bisschen spüren und möglichst natürlich aufs Keyboard übertragen. Und damit sehen wir jetzt auch schon, die Noten haben hier eine Velocity, die dem natürlichen Schlagzeug-Anschlag, den vielleicht der Drummer benutzt, schon relativ nahe kommen. Grundsätzlich hat die Anschlagstärke auch Auswirkungen auf den Sound. Das ist nicht nur laut leise, sondern eine geringere Anschlagstärke, zum Beispiel bei der Snare hier, führt dazu, dass der Sound weicher, nicht mehr ganz so knallig, nicht mehr ganz so hell wird. Ja, und dementsprechend können wir mit der Anschlagstärke auch den Sound der einzelnen Noten bestimmen. Widmen wir uns mal dem Quantisieren. Quantisieren bedeutet, dass ich die Noten, die ich hier mit dem Keyboard eingespielt habe, mir genauer auf die exakten Zählzeiten schieben lasse. Wir wollen diese akustischen Drums aber nicht klingen lassen, als hätte es ein Roboter gespielt und alles exakt auf die Zählzeiten schieben lassen, sondern wir wollen diese menschliche Ungenauigkeit ein bisschen drin lassen. Und dafür nutzen wir näherungsweise Quantisierung. Die kann ich mir links in diesem Feld hier einstellen, unter näherungsweise Quantisierung, zack. Und jetzt ist es so, dass entweder alle Noten, wenn ich keine ausgewählt habe, oder die ausgewählten Noten quantisiert werden, wenn ich auf Q drücke auf meiner Tastatur. Und zwar mit der Quantisierungsstärke, die ich hier einstelle. Ja, zurzeit ist die auf 96. Wir können das Ganze sehr lebendig lassen und zum Beispiel auf, na, sagen wir mal, 60-70% gehen. Dann drücke ich Q und alle Noten, die ich hier in meinem MIDI-Editor drin habe, werden zu 70% mit 70%iger Genauigkeit auf die Zählzeiten geschoben. Ich möchte es in diesem Fall aber ein bisschen genauer haben, deswegen schraube ich diese Quantisierungsstärke ein bisschen hoch. Geh mal so auf 90, 92 ist glaube ich ein ganz guter Wert. Lass mir die Quantisierung zurücksetzen, gehe also wieder zum Ursprungszustand zurück und drücke nochmal Q. Und genau, klingt dann damit jetzt so. Gewissensbisse reißen mich aus dem Traum. Ich trage mein Nervenkostüm wie ein trauriger Clown. Okay. Wenn die näherungsweise Quantisierung an ist und du mehrmals Q drückst, dann werden die Noten immer genauer Richtung Raster geschoben. Also achte darauf, dass du immer nur die neu eingespielten Noten auswählst und quantisierst, sonst werden alle anderen irgendwann exakt aufs Raster geschoben, wenn du häufiger Q drückst. Wenn wir uns das, was ich hier mit Kickdrum und Snare gespielt habe, mal genauer anschauen, dann sehen wir eigentlich, dass die ersten beiden Takte sich hier zweimal wiederholen. Ja, und das ist das gleiche Pattern, was ich hier gespielt habe. Gewissensbisse rasten mich aus dem Traum. Das passt ganz gut zu dem, was ich da an der Gitarre gespielt habe, vom Rhythmus her, unterstützt die Vocals auch ganz gut von der Betonung. Und dann kommt hier dieser Break-Teil. Da habe ich jetzt eigentlich grundsätzlich das, was ich mit der Gitarre gespielt habe, da auch mit Kick und Snare betont. Also ja, das
bietet sich hier grundsätzlich an, weil es eben so ein kleiner Breakpart ist. Und dann geht's mit dem Grundpattern weiter. In dem Fall habe ich jetzt hier auf der 1 ausgesetzt. Und hier hinten habe ich jetzt das Kickdrum-Pattern so ein bisschen variiert. Das würde ein echter Drummer wahrscheinlich auch machen, dass er nicht immer das gleiche Kickdrum-Pattern die ganze Strophe lang durchholzt, sondern ab und zu mal so ein bisschen die Kickschläge variiert. Und hier habe ich dann das Pattern der Gitarre betont. Ja, und dann kommt jetzt hier der Pre-Chorus. Ja, wir sind ja an der Stelle gerade. Und da habe ich mich erstmal nur auf die Kickdrum konzentriert und geschaut, dass ich da ein bisschen abgespecktes Kickdrum-Pattern spiele. Ja, soweit sind wir jetzt. Und an der Stelle würde ich jetzt, glaube ich, für das Pattern in der Strophe erstmal dann die Hi-Hat anspielen, mit der ich nochmal Zwischenbetonung spielen kann. Also Achtel zum Beispiel. Genau, ich glaube, das spiele ich noch, bevor es dann losgeht. Das kann auch eine ganz gute Einleitung hier von der Strophe werden. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe die Viertelzählzeiten jetzt hier lauter betont als die Achtel dazwischen. Das bringt in diesen treibenden Rhythmus rein. Aber was mir jetzt hier noch ein bisschen stört, ist, dass die Variationen, also die Unterschiede dazwischen noch ein bisschen groß sind zwischen den einzelnen Hits. Deswegen markiere ich mir alle Hi-Hat-Schläge hier und ziehe die Velocity hier unten gemeinsam nach oben gegen die Grenze. Und damit werden die Abstände zwischen den einzelnen Hits hier ein bisschen geringer. Und dann ziehe ich das Ganze wieder ungefähr runter auf die Anschlagstärken, auf denen es vorher war. Und damit habe ich die größeren Schwankungen, die jetzt drin waren, ausgeglichen und das Ganze klingt ein bisschen konstanter. Genau, und hier die Open Hi-Hat würde ich mir noch ein bisschen leiser machen. Die ist mir ein bisschen laut. Danach gehe ich dann nochmal ins Detail und schaue, wo einzelne Schläge vielleicht von Velocity ein bisschen daneben gekommen sind. Hier an der Stelle zum Beispiel. Der ist zu laut. Der passt wieder. Der ist ein bisschen laut geworden, hier auf der Zwischenzählzeit. Kann auch hier oben das Ganze bei Anschlagstärke einfach mit dem Mausrädchen ein bisschen runterdrehen. Die geschlossene Hi-Hat im ersten Part klingt damit schon mal ganz gut. Jetzt schauen wir uns nochmal hier die Velocity von der Open Hi-Hat an. Cool, okay, macht die insgesamt ein bisschen leiser, da wir die ein bisschen zu laut im Kontrast zu der Closed Hi-Hat sind. Cool, viel besser. Genau, das Pattern hier gefällt mir nicht so gut, da habe ich ja die eigentlich jetzt schon ja ganz gut angepasst, deswegen würde ich das einfach rauslöschen, zack, und mir das, was ich hier gespielt habe, alles markieren, ab hier, so, schauen, dass mein Raster aktiv ist hier, Taste J auf der Tastatur, und dann kann ich mir mit Steuerung C und Steuerung V das Ganze hier in den zweiten Part der Strophe wieder reinsetzen, zack. Genau, hier geht es dann weiter mit der Strophe, da kann ich das Ganze nochmal kopieren. Hier wieder hin auf die 23. Die Hi-Hats habe ich damit bis zum nächsten Part, was hier der Pre-Chorus ist, soweit kopiert. Aber ich möchte gerne hier an der Stelle, da ist ja diese rhythmische Betonung, dann geht es weiter mit der Strophe, möchte ich gerne die Pause auf der 1, die ich hier im Pilot spiele. Ich sammle tausende... in den Drums auch so spielen, beziehungsweise sogar noch ein bisschen hervorheben, indem ich nach der Pause zum Beispiel ein Becken spiele. Mit den kopierten Hi-Hats klingt es hier aktuell so. Die Hi-Hat, die ich hier auf der 1 gespielt habe, lösche ich mir also weg und setze hier jetzt vielleicht sogar zwei Becken, also ja, mal zwei Crashbecken auch in unserem Set hier. Da ist das eine Crashbecken. Und das ist das andere Crashbecken.
Bei akustischen Drums ist so, dass der Drummer eigentlich immer, wenn er ein Becken anschlägt, auch dazu Kickdrum oder Snare spielt, um der rhythmischen Betonung Gewicht zu geben, also ein Fundament dazu zu geben. Das ist wichtig. Das vergessen viele, wenn sie Drums programmieren und dann klingt das Becken immer so ein bisschen dünn, wenn es ohne Kickdrum oder Snare gespielt wird. Dann geht es jetzt weiter mit dem Pre-Chorus. Hier habe ich ja schon das Kickdrum-Pattern grob eingespielt. Wird mal schauen, was ich dazu vielleicht auf der Snare oder den Toms spielen kann. Da würde ich jetzt hier an der Stelle, glaube ich, Open Hits benutzen, damit der Rimshot in diesem eher ruhigen Pre-Chorus zu hart ist einfach. Ja, also da ist der Open Hit ein bisschen weicher, ein bisschen mehr Körper. Falsche Glaubenssätze tief telefoniere, doch egal wie ich bin, ja egal was passiert, so komm ich vielleicht ein bisschen früher als klar. Da habe ich am Ende voll daneben gehauen. Der ist auch daneben gelandet, schiebe ich mir richtig hin. Genau, das gefällt mir ganz gut. Also habe jetzt alle markierten dann eben mit dem Stiftwerkzeug hier die Steigerung manuell eingezeichnet, der Anschlagstärke. Okay, dann schauen wir mal, was die Snare hier tut. Am Anfang habe ich hier ein paar einzelne Noten gar nicht, wurden ja gar nicht erkannt, weil ich die so leise gespielt habe. Da kann ich, glaube ich, aus dem zweiten Part hier hinten noch ein bisschen was übernehmen. Wird es dann ein bisschen konstanter. Kopieren wir das hier an die Stelle. Ja, und jetzt würde ich aber an der Stelle hier, glaube ich, den Übergang nochmal bearbeiten. Da würde ich jetzt noch wieder eine Hi-Hat hinsetzen und dann auf die 1 hier ein Becken. Das macht man häufig so in Übergangsparts, wenn man neue Parts einleitet, einfach auf die 1 ein Becken zu setzen. Mache ich ein bisschen leiser. Ich würde es auch ein bisschen weicher, aber Becken ist auch ganz wichtig. Nicht zu laut die Anschlagstärke ziehen, nicht zu hoch. Dann klingt es schnell sehr hell und knallig. Okay, dann geht's jetzt zum Refrain. Ja, da richte ich mich jetzt auch wieder relativ stark nach dem, was ich im Pilot und in Vocals gesungen habe, dass ich hier den Rhythmus der Gesangsmelodie auch so ein bisschen betonen kann mit dem Pattern. Wenn ich mein perfekter Ansporn wieder mache, ich brauche einen Friedensversagen. Dann spiele ich jetzt wieder Becken ein. In diesem Fall wechsle ich im Refrain aufs Crashbecken. Das macht man meistens so, dass man in der Strophe dann auf einer Closed Height spielt, um das Ganze noch ein bisschen zackiger zu lassen. Und dann öffnet man im Refrain das ganze Drum Arrangement, indem man dann auf eine Open Height geht. Oder in diesem Fall würde ich direkt aufs Crashbecken gehen, um dann nochmal eine Steigerung reinzubringen im Refrain. Genau, sowas. Da habe ich wieder diese Pause auf der 1, genau wie in der Strophe. Das hatten wir auch schon einmal an der Stelle. Hier habe ich auch wieder die Viertel, also laut, gespielt und die Achtel dazwischen dann eben leiser in der Velocity angeschlagen. Ja, das ist mir noch ein bisschen heftig hier auf den Becken. Die klatschen mir noch ein bisschen viel. Da würde ich noch ein Stück runtergehen. Ja, damit die ein bisschen weicher werden. Nicht zu hell. So ist schön, gefällt mir gut. Ich möchte die Open Hi-Hat an der Stelle schließen und dafür nutze ich hier die Fuß Hi-Hat. Hier, Fuß auf der F3, Fuß Hi-Hat. Und hier würde ich dann jetzt wieder eine Kickdrum aufs Becken setzen und noch eine zwischen Bassdrum. Irgendwie so, ich wurbel hier manchmal einfach so rum, wie ich es mir ungefähr vorstelle mit den Drums. Kann ich nur empfehlen, einfach ein bisschen auszurasten, so ein bisschen die Drums nachzuspielen. Das überträgt sich auch auf das, was man am Endeffekt dann auf dem Controller einspielt. Und hier wollte ich ein Phlegm spielen auf der Snare. Ja? Phlegm heißt, ich spiele nicht mit einem Stick, sondern nacheinander mit beiden Sticks spiele, also bedumm. Kurz hintereinander und das gibt diesen Brimm, diesen Doppel,
Effekt. Dafür benutze ich also zweimal den Hit auf der Open Snare. Wieder Bär, Blippen, Boom, Fact. Auf die 1 habe ich jetzt hier wieder einen Beckenschlag gesetzt, da das einfach ein schöner Übergang ist, als direkt die Tom zu spielen. Würde, glaube ich, ein Drummer in echt auch so spielen. Damit steht meine MIDI-Performance für den ersten Teil der Strophe schon mal ganz gut. Und ich möchte jetzt mit den Möglichkeiten aus Kante das Ganze noch ein bisschen optimieren, ein bisschen die Feinheiten rauskitzeln. Ich habe nämlich ein bisschen Schiss, dass der Toro mich hier gleich hart blamieren wird. Wir haben Kante aber tatsächlich so programmiert, dass wir, was die Samples und Sounds betrifft, noch ein bisschen Variation reinbringen können. Das Ganze noch ein bisschen mehr Richtung Menschlichkeit, Natürlichkeit ziehen können. Denn wir haben jedes Sample, also Kickdrum, Snare Drum, jeden Beckenschlag und so, zweimal drin liegen, dann jeweils mit unterschiedlichen Velocities. Also hier liegt einmal alles in der Oktave. Und das Ganze in der Variation hier oben. Ja, und wenn jetzt Tora am Schlagzeug sitzt und die Snare spielt, klingt ja auch nicht jeder Snare-Schlag gleich. Und das kann ich jetzt eben hier mit diesen zwei Oktaven, mit diesen unterschiedlichen Samples, noch ein bisschen variieren bei mir und meine Performance auch ein bisschen pushen. Funktioniert folgendermaßen. Ich gehe im Doppelklick hier in den MIDI-Editor rein und wähle mir jetzt mit gedrückter Steuerungstaste auf der Tastatur einfach zufällig verschiedene Schläge von Hi-Hat, Snare und Kickdrum aus. Hier komplett frei. Oh, hier vielleicht noch was, da vielleicht noch was. Lasse Steuerung los. Drücke dann Shift und zweimal die Pfeiltaste nach unten, um diese Schläge auf die Sample-Variation zu setzen. Diese Gewissensbisse reißen mich aus dem Traum. Ich trage mein Nervenkostüm wie ein trauriger Clown. Okay. Klingt schon gleich viel realistischer. Außerdem kann ich hier in Kante zum Beispiel noch die verschiedenen Mikrofonpegel hier anpassen und damit zum Beispiel, wenn ich die Overheads noch ein bisschen hochdrehe, die Mikrofone über dem Kit, ein bisschen mehr natürliche Raumatmo reinbringen in den ganzen Sound. Diese Gewissensbisse reißen mich aus dem Traum, ich trage mein Nervenkostüm. Ja, oder das Snare-Bottom-Mikrofon ein bisschen runterdrehen, das ist hier dieser Teppichanteil, Snare-Teppich. Diese Gewissensbisse reißen. Das Mikrofon ist unter der Snare platziert. Diese Gewissensbisse reißen mich aus dem Traum. Ich trage mein Nervenkostüm. Das Snare-Top-Mic hingegen hat ein bisschen mehr Snap. Ja? Da ist der Transient der Snare ein bisschen lauter zu hören. Und so kann ich jetzt hier die Pegel noch ein bisschen anpassen. Diese Gewissensbisse reißen mich aus dem Traum. Ich trage mein Nervenkostüm. So gefällt mir das ganz gut. Ja, kann ich nur empfehlen, das auf jeden Fall mal auszuprobieren und da ein bisschen rumzuspielen mit den verschiedenen Pegeln der Close Mics, der einzelnen Mikrofone hier, der Overheads und so weiter, um ja auch so ein bisschen über den Sound von verschiedenen Mikrofonen an einem Schlagzeugkit zu lernen. Jetzt aber genug der Spannung, jetzt wollen wir natürlich mal hören, was der Tore eigentlich fabriziert hat, was der Tore jetzt hier für Drums zu dem Song eingespielt hat. Ein wunderschönes Moin Moin aus Braunschweig. Matthias und ich haben hier dieses wunderbare Kit für Kante recorded. Und Matthias hat mich jetzt gefragt, ob ich für den Song 110 auch nochmal Live-Drums einspielen könnte. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Live-Drums sind gerade für Rockproduktionen nochmal so das i-Tüpfelchen. Man kriegt nochmal mehr Dynamik rein, nochmal mehr Power und vor allen Dingen nochmal mehr Feeling. Wir haben hier einen Raum, in dem das perfekt möglich ist. Wir haben bis zu 16 Mikrofoneingänge, die wir gleichzeitig benutzen können. Wir haben ein gerade frisch gestimmtes Schlagzeug und da bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Simsalabim, und da sind die Drums von Tore im Projekt. Okay, let's roll it, baby. Hören wir mal, was Tore hier Schönes gespielt hat. Diese Gewissensbisse reißen mich aus dem Traum. Ich trag mein Nervenkostüm wie ein trauriger Clown. Kein Zeitdruck. Selber blockieren, kämpfe gegen leere Zeilen und mit Stift und Papier. Ein bisschen früher ins Grab, wenn ich mein perfekter Ansturm niedermache. Ich brauche einen Friedenvertrag, den leg ich bloß. Oh, das ist natürlich eine ganz herrliche Angelegenheit, was der Gute uns hier eingespielt hat. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Das gefällt mir wirklich sehr gut, was du hier fabriziert hast. Tora hat auch viele Variationen hier reingebracht, noch einige mehr als ich. Wenn wir jetzt meins nochmal dagegen halten.
spüren wie ein trauriger Clown. Hab keinen Zeitdruck, doch ein permanentes Ticken. Ich hab Krieger im Kopf, weil ich mich selber blockiere. Was wir auch hören, ist, dass er durchgehend da die Achtel mit der Fußzeit spielt. Falsche Glaubenssätze tief tätowiert. Bisschen früher als klar. Wenn ich mein perfekter Ansturm wieder mach, ich brauch einen Friedensvertrag. Den leg ich bloß diese Friede an. Ziehen wir aus dem Ganzen mal ein Fazit. Also, was die Performance betrifft, so hat Tore als echter Drummer natürlich einfach mehr Variation rangebracht, zum Beispiel diese Open Hi-Hat, der gespielt hat, so ein paar Ghost Notes. Außerdem klingt die Anschlagstärke von Tore ja einfach menschlicher, klar. Ja, Light Drums sind natürlich cooler, aber man muss auch sehen, was dahinter steckt. Nicht jeder hat einen Tore als Kumpel, der mal eben auf Zuruf coole Light Drums zu einem eigenen Song einspielen kann. Außerdem gehört zu einem professionellen Drum Recording ein gutes, gestimmtes Drumkit, Recording Equipment, ein geeigneter Raum zum Aufnehmen und es braucht auf jeden Fall später auch einiges an Mixing Skills, um die Drums schön vom Sound her zum Song abzumischen. Also das, was hier in Kante alles drin liegt, sind ja Sounds, die wir schon grundlegend vorgemischt haben. Deswegen klingt das Ganze heller, präsenter und so weiter. Und der Sound von den Sachen, die hier von Tores Drums liegen haben, ist alles roh. Wenn es also schnell gehen soll und du keinen Drummer an der Hand hast, sind virtuelle Drums, zum Beispiel solche aus Kante, eine wunderbare Alternative. Dennoch bleiben Live-Drums einfach die lebendigeren Aufnahmen und ein externer Drummer kann zusätzlich seine kreative Energie mit in den Song einfließen lassen. Dementsprechend möchte ich jetzt für meinen Song auch mit den Drums von Tore weiterarbeiten. Als Pro-Member findest du in diesem Cubase-Projekt unter der Lektion sowohl die MIDI-Performance von mir mit Kante, als auch die Live-Spuren von Tore und ich werde die Drum-Performance von Tore nochmal in exakt synchrone MIDI-Noten extrahieren, mit ins Projekt legen. Das kannst du noch ein bisschen anpassen, verändern und mit den Drums dann experimentieren in Kante oder einem anderen Schlagzeuginstrument. Ich möchte aus diesen Live-Drum-Aufnahmen von Tore das Maximale herausholen und dafür braucht es noch einiges an Editing und Bearbeitung in Cubase. In den nächsten beiden Lektionen zeige ich dir also Schritt für Schritt, wie du Live-Drums in Cubase schneiden, editieren und quantisieren kannst für einen sauberen und richtig tighten Schlagzeugsound. Damit gebe ich dir also alle Skills an die Hand, mit denen du Live-Drums in Cubase nachbearbeiten und dann fürs spätere Mixing vorbereiten kannst. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dann wieder mit dabei bist. Wünsche dir bis zur nächsten Lektion ganz viel Spaß beim Mucke machen und mach's gut. Ciao.